Ich habe eben im Chat schon gesehen, wir haben Gäste heute Abend von Nord nach Süd, von Ost nach West. Und ich glaube, alle eint eine wichtige Frage: Was soll das denn heißen, was ich hier lese? Oft sind es nur einzelne Wörter, oft sind es Zusammenhänge, die aus den Quellen sehr schlecht entnehmbar sind. Es zeigt auch die Wichtigkeit, dass man sich mit solchen Handschriften auseinandersetzt. In den Mailinglisten kommen sehr häufig, gerade im Moment, auch wieder Lesehilfeanfragen. Und aus diesem Grund freuen wir uns, dass wir den Martin Munke gewinnen konnten, einen Archivar von der SLUB Dresden, der sich sicher nicht nur in seinem Studium mit solchen Handschriften auseinandergesetzt hat, sondern sicher für ihn auch fast tägliches Brot ist. Und wir sind gespannt, was er uns für Tipps gibt. Hilfe zur Selbsthilfe heißt das ja auch. Und wir freuen uns auf den Vortrag. Martin, du darfst loslegen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein kann heute Abend. Ich bin ja überwältigt, dass so viele Leute dabei sind. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass Sie alle als erfahrene Genealoginnen und Genealogen, ja, oder ich bin sicher, dass Sie ja viel schon wissen von dem, was ich Ihnen weitergeben möchte heute Abend. Ich hoffe, dass ich vielleicht trotzdem ein paar neue Tipps geben kann, ein paar neue Hinweise geben kann, Ihnen vielleicht ein paar Sachen weitergeben kann. Ja, die Sie noch nicht gewusst haben oder ja, ein paar neue Hinweise, wo Sie suchen können, wenn Sie Hilfe brauchen bei diesem wichtigen Thema, ja, der Auseinandersetzung mit handschriftlichen Quellen, mit alten Handschriften. Ja, was haben wir heute vor gemeinsam oder was habe ich mit Ihnen vor? Ich habe vier, ja, Punkte mitgebracht, auf die ich eingehen möchte. Der erste Punkt, eine ganz kurze Einführung zu diesen ja üblichen Bezeichnungen für die deutschen Schreibschriften Kurrent und Sütterlin. Keine ausführliche Einführung in die Schriftgeschichte, sondern tatsächlich nur ein kurzer Einblick an dieser Stelle. Und dann wird in drei weiteren Punkten der Schwerpunkt darauf liegen, wo ich Erste-Hilfestellungen finde oder wo ich mich intensiver mit diesen Schriften auseinandersetzen kann. Dazu möchte ich im zweiten Punkt dann ein paar grundlegende Hilfsmittel Ihnen vorstellen. Heute Abend möchte im nächsten Schritt dann einige ausführlichere Kurse vorstellen, in denen man sich intensiver damit befassen kann. Und schließlich am Schluss noch so ein Stück auf ein paar technische Hilfsmittel eingehen. Das wird nicht allzu ausführlich sein. Insgesamt kann ich damit keine Vollständigkeit anstreben. Es soll, wie gesagt, ein paar Hinweise sein, Hilfe zur Selbsthilfe. Damit kommen wir zum ersten Punkt, eine ganz kurze Einführung. Ich habe Ihnen mal so ein Musteralphabet mitgebracht, hier als erstes der deutschen Kurrentschrift. Der Name, das ist Ihnen bestimmt allen bekannt, kommt vom lateinischen currere, laufen, was so ein Stück den Charakter dieser Schrift als einer zügig ja, geschriebenen Schreibschrift ja verdeutlicht. Diese Schrift war ungefähr seit dem Beginn der Neuzeit, so an der Wende vom 15. und 16. Jahrhundert, wo sie sich begann herauszubilden oder sich weiter ausprägte, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die allgemeine Verkehrsschrift im gesamten deutschsprachigen Raum. Sie sehen ja schon, denke ich, auf diesem Bild so ein paar typische Charakteristika, vor allen Dingen bei den kleinen Buchstaben, die vielen spitzen Winkel sozusagen als eine Spezifik. Ich habe es angedeutet, die Schrift hat sich über einen längeren Zeitraum entwickelt, sodass es da auch immer wieder Unterschiede gibt in der Art und Weise der Ausführung der einzelnen Buchstaben. Am Anfang waren die Großbuchstaben noch sehr an den alten Frakturschriften sozusagen orientiert. Die haben sich dann auch im Laufe der Zeit erst ja, in diese schräge Form und diese flüssigere Form verwandelt, in diese Kurrentform, wie sie hier für diese Schrift typisch ist. Sie sehen rechts oben im Bild auch schon so ein paar Fallstricke, nämlich diese Buchstabenverbindungen, die häufig eine Herausforderung darstellen für das Lesen. Also hier rechts in der zweiten Reihe das CH, das CK, das TH, das SCH, das SZ und das ST beispielsweise. Eine prinzipielle Herausforderung, die Ihnen sicherlich auch schon begegnet ist, sind die verschiedenen Regeln für das S. Also wir haben ja die zwei prinzipiellen Formen des S, wie Sie in der Mitte oben sehen. Einerseits das Lang-S, das beispielsweise am Wortanfang steht oder auch innerhalb von Silben in Lautverbindungen, wie zum Beispiel bei diesem ST, was wir eben schon kurz hatten, rechts oben in der Mitte.
Dann daneben das Rund-S oder Schluss-S. Dieser Name sagt es schon, dass es am Wortende auftaucht oder als Fugen-S, als sogenanntes in Zusammensetzungen bei Worten wie Haustür beispielsweise. Oder wenn nach dem S eine Nachsilbe kommt, die mit einem Konsonanten beginnt, wie bei Häuslein, bei dieser Niedlichkeitsform. Dann taucht natürlich auch beides nebeneinander auf, wenn nämlich in einem zusammengesetzten Wort eine Silbe mit S beginnt und eine Silbe mit S endet und die nächste mit S beginnt, ist das erste S rund und das zweite lang, wie zum Beispiel in Aussicht beispielsweise. Also Sie sehen, da gibt es eine ganze Menge an unterschiedlichen Anwendungen für diese Buchstaben. Das zweite Normalphabet, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, das Sütterlin-Alphabet. Dabei handelt es sich um eine Normierung der Kurrentschrift durch den Grafiker Ludwig Sütterlin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auch im Auftrag des preußischen Staates war das. Und diese Schrift, Sie sehen, die ist um einiges klarer gestaltet als diese eilende Kurrentschrift, die wir eben hatten, hat sich dann in den 1920ern und 1930ern in den meisten deutschsprachigen Ländern im Schulunterricht durchgesetzt. Und diese Schrift, die wir hier sehen, ist auch diejenige, die wir heute noch als Sütterlin bezeichnen, wobei es da eigentlich noch eine zweite gab, die der Ludwig Sütterlin damals entwickelt hat, weil nämlich eigentlich die deutsche und die lateinische Schrift zu dieser Zeit aneinander angepasst und angeglichen werden sollten. Also es gibt noch ein ganz ähnliches Alphabet eben für die lateinischen Schriftzeichen dann. Und die sind beide eigentlich Sütterlin. Heute bezeichnen wir nur diese deutsche Schrift, die Sütterlin-Schrift noch. Wir hätten alle viel weniger Probleme, wenn wir uns mit alten Quellen befassen, wenn tatsächlich jeder so geschrieben hätte, wie es diese beiden Normalphabete gerade gezeigt haben. Nun ist es aber leider so, was heißt leider, das ist natürlich auch positiv, dass Handschriften einerseits sehr individuell sind, also dass jeder da vor allen Dingen beim Schnellschreiben, beim privaten Schreiben ganz eigene Ausprägungsformen entwickelt. Und dass natürlich bei der Kurrentschrift dazu kommt, dass sie eben über diesen langen Zeitraum, über mehrere Jahrhunderte im Einsatz war und Normierung dann entsprechend auch ein sehr langer Prozess war. Und das Normalphabet, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, stand im Endeffekt am Ende dieses langen Prozesses. Also gerade davor finden wir sehr viele Varianten. Ich habe Ihnen hier mal so eine Variantentafel mitgebracht aus einem Buch, das ich dann noch vorstellen werde, von Manfred Braun, Deutsche Schreibschrift. Und da sehen wir oben für die Großbuchstaben A, B, C, D und darunter für die Kleinbuchstaben sozusagen verschiedene Varianten, wie sie in Quellen auftauchen, die Braun in seinem Buch beschreibt. Und da sehen Sie schon eine sehr große Vielfalt. Also bei dem großen C beispielsweise sind einige dabei, die man auch als L lesen könnte. Oder wenn man sich die verschiedenen Formen des Ds anguckt, die stellenweise ja sehr unterschiedlich aussehen und auch noch auf frühere Formen verweisen. Da können wir uns vorstellen, dass wir sozusagen ja häufig vor sehr großen Herausforderungen stehen, wie es ja in der Anmoderation auch schon angedeutet wurde. Wie können wir nun diesen Herausforderungen begegnen? Was hilft mir, wenn ich mich konkret mit bestimmten Quellen beschäftige? Was habe ich für Hilfestellungen, um solche Texte dann zu entziffern? Der erste Hinweis, dass man im Zweifelsfall sich diese Schrifttafeln, diese Normalphabete neben den Text legt, sei es ausgedruckt, wenn man direkt am Original arbeitet, sei es digital, wenn man auf dem Monitor irgendwelche Texte entziffern will. Online gibt es da sehr viele. Die beiden, die ich vorhin gezeigt habe, stammen aus dem Wikimedia Commons. Es gibt im Internet eine ganze Reihe von weiteren solcher Tafeln, die auch unterschiedliche Zustände dieser Schriften zeigen, sodass es häufig ganz sinnvoll ist, auch mehrere sich vielleicht mal anzugucken, wenn man irgendwelche Problemfälle hat, um zu überlegen, was könnte das jetzt für ein Buchstabe sein. Auch die Vergleichstafeln, ich hatte es eben schon eben auch gezeigt, sind sehr ein wichtiges Hilfsmittel, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, was bist du jetzt für ein Buchstabe an dieser Stelle. Ich springe mal kurz hier in eine der beiden Seiten, die ich hier verlinkt habe, wo Sie sozusagen die Groß- und Kleinbuchstaben hier nebeneinander sehen, die Umlaute dargestellt sehen und eben auch sehr wichtig diese Ligaturen, also die Buchstabenverbindungen, die häufig im ersten Schritt oder beim ersten Lesen auch gelegentlich für Verwirrung sorgen können und wo es eben besonders wichtig ist, sich die bewusst zu machen. Eine zweite Sache, die ich empfehlen würde, ist die Verwendung von Abkürzungsverzeichnissen. Werde ich dann einige vorstellen. Denn nicht alles, was wir in den Quellen sehen, sind ausgeschriebene Worte. Wir sehen über die Jahrhunderte sehr viele verschiedene Abkürzungen, die zeitspezifisch sein können,
Abkürzungen, die zu einer bestimmten Zeit das eine und zu anderen das andere bedeuten können oder die in unterschiedlichen Kontexten was ganz anderes bedeuten können. Auch dafür gibt es Hilfsmittel, die sozusagen in Bibliotheken hauptsächlich zur Verfügung stehen und die dafür genutzt werden können. Gerade wenn es sich um Fließtexte handelt, ist es auch gelegentlich ganz gut, wenn man Schwierigkeiten hat, sich mal ein zeitgenössisches Wörterbuch oder ein Lexikon zur Hand zu nehmen und vielleicht zu gucken, okay, sind vielleicht bestimmte Sachen anders gebildet worden, bestimmte Zusammenhänge anders abgebildet wurden, sprachlich, als das heute der Fall ist, um eben da Sachen zu erkennen, auf die man vielleicht sonst nicht gestoßen wäre. Das sozusagen drei grundsätzliche Hilfsmittel, die ich empfehlen würde, zur Hand zu haben. Ein zweiter Punkt, den man sich bewusst machen sollte, ist sozusagen einfach mal zu überlegen, okay, was könnte es für Fallstricke bei so einem Text geben, mit dem ich mich ja auseinandersetzen kann. Also, dass ich nicht mit der Erwartung rangehe, okay, das ist jetzt eine Sprache, das ist eine Grammatik, wie sie heute herrscht, mit der ich täglich umgehe, sondern das ist ein Text, eine Quelle, die in einer anderen Zeit entstanden ist, wo sozusagen sprachliche Konventionen anders waren, wie zum Beispiel die Rechtschreibung oder wie die Zeichensetzung. Also unser Interpunktionssystem beispielsweise, mit Klammersetzungen beispielsweise, mit Gedankenstrichen oder Ähnlichen, hat sich ja über die Jahrhunderte auch erst entwickelt, war sozusagen nicht festgeschrieben, sondern kann divergieren und kann sich stark von dem unterscheiden, was wir heutzutage gewohnt sind. Eine zweite Sache, gerade wenn man sich so diese Musteralphabete anguckt, ich habe es schon angedeutet, dass die Texte sehen in den seltensten Fällen so aus, wie es da abgebildet war, was auch damit zusammenhängt, dass die Kodifizierung von Sprache und dieser Zeichensysteme auch erst ja allmählich erfolgt ist. Seit dem 17. Jahrhundert war das ein längerer Prozess, der bis ins 19. Jahrhundert gereicht hat, wo ja dann auch der erste Duden herausgebracht wurde und wo es sozusagen eine viel stärkere Normierung von Sprache und eine viel stärkere Einheitlichkeit von Sprache dann schon erreicht war. Was nicht heißt, dass es dann keine regionalen Besonderheiten mehr gegeben hat. Die gab es natürlich weiterhin, aber dann war es zumindest ein bisschen ja, kodifizierter, ein bisschen deutlicher, waren gewisse allgemeine Regeln anerkannt. Ja, ein Punkt, der mir da häufig begegnet ist, ich habe ganz kurz diese verschiedenen S-Schreibweisen angedeutet. Das kann aber auch meistens noch ziemlich willkürlich erfolgen in bestimmten Texten. Also nur, weil dann irgendwann die Regel gesagt hat, dass das Rund-S an der Stelle kommt und das Lang-S an der, muss das noch lange nicht heißen, dass sich da jeder dran gehalten hat. Das macht es uns häufig schwer, aber es hilft eben, sich das bewusst zu machen, dass sowas auftauchen kann. Dann müssen wir, oder haben wir vorhin schon gesehen, ist Ihnen auch bekannt aus der täglichen Arbeit, dass es viele Verwechslungsmöglichkeiten gibt. Vor allen Dingen das C, das E, das I, das U, das M und das N, vor allen Dingen als Kleinbuchstaben, sehen ja durch die spitzen Winkel relativ ähnlich aus, unterscheiden sich nur durch die Anzahl der Striche im Endeffekt. Und gerade wenn dann Zusatzzeichen wie zum Beispiel der I-Punkt oder der Bogen über dem U, der das U vom N unterscheidet, wenn die nicht genau über dem Buchstaben stehen, kann das häufig schwierig sein, jetzt rauszufinden, was das für ein Wort ist. Vor allen Dingen, wenn einige dieser Zeichen nacheinander kommen, ist das häufig sehr herausfordernd. Auch das V und das W können häufig miteinander verwechselt werden. Gibt natürlich noch weitere Verwechslungsmöglichkeiten, aber das sind so die zentralen. Vor allen Dingen diese erste Reihe von Zeichen ist immer wieder eine besondere Herausforderung. Und damit im Hinterkopf weiß man schon, wo bestimmte Fallstricke eben lauern. Was gibt es nun für erste Lösungsansätze, erstmal ganz allgemeiner Natur, wenn man sich diese Fallstricke bewusst gemacht hat? Ein erster Ansatz ist es, Vergleiche anzustellen innerhalb einer Handschrift, aber auch vielleicht mit thematisch ähnlichen Texten. Das Zweite, vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, bestimmte Worte vielleicht auszuschließen, kann das passen, das, was ich hier entziffert habe oder meine entziffert zu haben, oder passt das überhaupt nicht in den Kontext? Das Erste, da geht es eher darum zu gucken, okay, wie schreibt der Schreiber oder die Schreiberin diesen und den Buchstaben? Also da zu gucken, okay, ich habe ein paar Worte, die ich sehr genau, die ich hundertprozentig vielleicht identifizieren kann. Dann kann ich schauen, okay, bei unsicheren Worten, was könnten das für Buchstaben sein? Wie hat er diese Buchstaben an einer anderen Stelle in diesem Text eingesetzt? Eine zweite Empfehlung, gerade wenn man länger über so einen Text, über so einer Quelle sitzt, hilft es auch, dann durchaus mal eine Pause zu machen, den Text zur Seite zu legen und vielleicht auch mit einem neuen Blick dann ranzugehen, um sozusagen ja zu versuchen, Unsicherheiten damit aufzulösen, dass man ja versucht, irgendwie das Verrennen zu vermeiden, sich zu verrennen an einer bestimmten Stelle.
oder eben dann an einer anderen Stelle im Text weiterzumachen, um dann später wieder an die kritischen Stellen zurückgehen. Einfach auch deswegen, um sozusagen da keine Frustration aufkommen zu lassen. Den nächsten Punkt hatte ich eben schon ganz kurz angedeutet beim Vergleich mit den thematisch ähnlichen Texten. Häufig hilft es auch, ja, in so einem Ausschlussverfahren vorzugehen, einfach zu gucken, okay, kann das inhaltlich passen, kann das thematisch passen, das Wort, was ich hier entziffert habe, oder sollte das doch was anderes sein? Technisch ein Ansatz, Texte zu vergrößern. Das geht natürlich am Computer, wenn man mit Digitalisaten arbeitet, häufig ganz bequem, je nachdem, ja, wie gut die Auflösung ist dieses Scans. Das kann aber auch ganz traditionell und ganz klassisch mit der Lupe beispielsweise erfolgen, sozusagen mit anderen, ja, Zeichengrößen. Sehen auch manche Unsicherheiten dann im Zweifelsfall schon ganz anders aus. Und ein weiterer Tipp, Horst hat es am Anfang auch schon angedeutet, das Hilfe holen. Also gerade so Austauschforen, ja, so Chatkanäle, die Mailinglisten, der Kontakt mit Gleichgesinnten kann in solchen Fällen eine große Hilfe sein, um eben auch da einen frischen Blick drauf zu bekommen und vielleicht eine Lösung zu holen, auf die man selber nicht gekommen wäre an dieser Stelle. So als Zusammenfassung nochmal dieses ersten Kapitels sozusagen im Vortrag. Der erste Schritt, gewisse Hilfsmittel bei der Hand haben, die Musteralphabete, Vergleichstabellen, Abkürzungsverzeichnisse. Der zweite, sich die Fallstricke, die ja prinzipiell mit diesen Schriften zusammenhängen, bewusst machen. Und der dritte Punkt, eben einige Lösungsansätze, wie man mit diesen Fallstricken umgehen kann. Wenn ich mich nun intensiver mit diesen Schriften befassen möchte, also sozusagen ja von Grund auf mich damit auseinandersetzen will, gibt es viele verschiedene Angebote, von denen ich einige jetzt im Folgenden, im nächsten Punkt vorstellen möchte. Das sind zunächst erstmal ganz klassische Einführungswerke in Buchform. Ich habe eben am Anfang schon mal das Buch von Manfred Braun erwähnt, Deutsche Schreibschrift, Kurrente, Sütterlin, Lesen, Lernen, handschriftliche Briefe, Urkunden, Rezepte, mühelos entziffern. Das ist ein relativ neues Buch, es ist erst 5 Jahre alt. Das sieht so aus, unser Bibliotheksexemplar hier. Sehr alltagsnah, wie der Untertitel auch schon sagt, eine Quelle, die beispielsweise auch häufig vorkommt hier in diesem Buch, sind Feldpostbriefe. Und was besonders gut ich auch finde an diesem Buch, ist, dass Braun bei jedem Text, also da ist ein Faksimile abgebildet, dann eben die Transkription, die Übertragung dieses Textes sozusagen. Und dann gibt es immer noch einen kleinen Kommentar dazu, wo sozusagen eben die besonderen Schwierigkeiten in diesem konkreten Text lauern. Und das ist ein, ja, ganz guter Ansatz, wie ich finde, um eben sich selber auch diese Fallstricke, die ich ja eben schon angedeutet habe, kurz bewusst zu machen. Ein zweites traditionsreiches bzw. stark verbreitetes Werk ist die Deutsche Schriftfibel von Karl Glatt, Anleitung und Lektüre der Kurrentschrift. Auch das ist ein Werk, das sehr viel mit Alltagsdokumenten wie zum Beispiel Briefen arbeitet und auch entsprechend, ja, empfohlen werden kann. Sehr weit verbreitet und immer wieder nachgedruckt ist das Werk von Paul Arnold Kruhn, der Leseschlüssel zu unserer alten Schrift. Zuletzt vor 2 Jahren ist da ein Nachdruck erschienen. Sie sehen aber Erstausgabe 1935, das hat also schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Dieses Werk ist auch in Fraktur geschrieben, also das ist auch für manche noch eine gewisse Hürde sozusagen, aber auch das ist eine sehr verbreitete Einführung und richtet sich eben auch besonders, ja, hier steht im Untertitel noch Sippenforscher, also das ist noch da häufig auch der Jargon aus der NS-Zeit, der da noch mit durchkommt. Ja, für Genealogen und Heimatforscher könnte man heute sagen. Und hier Kirchenbuchführer, für uns dann eher für Menschen, die versuchen, aus Kirchenbüchern Informationen für ihre eigene Forschung herauszufiltern. Und ein viertes vergleichbares Werk, das ebenfalls, seitdem es erschienen ist, sehr viele Auflagen erlebt hat. Ich habe ja die 21. von 2002 angegeben und da war das Buch erst 20 Jahre alt oder war die Erstauflage sozusagen erst 20 Jahre her. Also es hat sehr weit Verbreitung gefunden, das Werk von Harald Süß, das auch deswegen ganz praktisch ist. Das hat so einen einführenden Theorieteil und dann ein Übungsbuch ist damit dabei, wo man eben selber dann so ein Stück auch die Schriften lernen kann. Auch das ist übrigens ein Ansatz, der vielleicht bei manchen Entzifferungsproblemen helfen kann, so ein Wort selber einfach mal zu schreiben, so nach den Normalphabeten dann zu gucken, okay, kann das passen mit meiner Entzifferung hier. Und ein letztes noch, das sich stärker auch auf diesen Schreibaspekt auch konzentriert, Fritz Verdenhalfen, die deutsche Schrift.
Ich habe heute Nachmittag auch nochmal geguckt, im Genealogie-Wiki sind auch ein paar von den Büchern schon mit drin auf der Seite zu den alten Schriften, ein paar nicht. Die könnte man da beispielsweise dann noch ergänzen, so als einführende Werke. Ich würde tatsächlich den Braun erstmal empfehlen, sozusagen als sehr alltagsnahes Werk, eben unterschiedliche Arten von Quellen, die da drinnen auftauchen und eben so der Hinweis auf die Fallstricke, was ich besonders gut finde bei diesem Buch. Das sind die genannten Titel hier, sind alles Titel, die tatsächlich auch eher so an ein breites Publikum sozusagen gerichtet sind, die sich also auch viel an die an Leute wie Sie richten, die eben in ihrer Freizeit sich mit solchen Schriften befassen. Daneben möchte ich jetzt noch ein paar Werke kurz vorstellen, die sozusagen aus dem wissenschaftlichen Kontext kommen, aus dem Archivkontext und aus dem Universitätskontext. Da ist das am weitesten verbreitete Einführungswerk Dülfer und Korn, Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16. bis 20. Jahrhunderts, also genau dieser Zeitraum, den wir uns heute angucken, den Zeitraum der Neuzeit. In einer Veröffentlichung der Archivschule in Marburg, die sozusagen die zentrale Ausbildungseinrichtung für die wissenschaftlichen Archivare in Deutschland ist. Auch dieses Werk hat schon 13 Auflagen erfahren. Die jüngste 2013 wurde entsprechend immer wieder angepasst und enthält eben vor allen Dingen amtliche Quellen als Textbeispiele, als Bildtafel und eben als Transkription. Also hier kann man dann auch mal einen Blick reinwerfen, wenn man sich stärker mit dieser offiziellen Überlieferung und nicht mit dem Privatschrifttum befasst. Ähnlich aufgebaut ist das Werk von Ellen Boschniak und Kolleginnen aus den Bayerischen Staatlichen Archiven, Übungsbuch Deutsche Schriftkunde, Schriftbeispiele des 12. bis 20. Jahrhunderts. Also hier geht es auch noch so ein Stück ins späte Mittelalter mit zurück. Da kann man dann ganz gut so die Entwicklung dieser verschiedenen Schriftarten, wie sie auseinander hervorgegangen sind, nachvollziehen. Das hat auch einige Verbreitung erfahren, dieses Buch, seit es vor 7 Jahren fast mittlerweile erschienen ist. Und dann noch zwei Titel, die ja stärker wieder jetzt auf die genealogische, auf die Familienforschung mit abzielen. Das eine ist von Roger Meinert, alte Kirchenbücher richtig lesen, Hand- und Übungsbuch für Familiengeschichtsforscher, das auch schon 5 Auflagen erlebt hat, also sich sozusagen auch schon weitere Verbreitungen gefunden hat. Eher weniger verbreitet ist das zweite Werk hier, Felix Gundacker, Kurrent in Kirchenbüchern, was deswegen auch interessant ist, weil es so ein bisschen so einen internationalen Vergleich mit reinbringt. Das ist allerdings ja im Eigenverlag nur erschienen und ist deswegen auch in sehr wenigen Bibliotheken leider nur vorhanden. Ich habe vorhin noch mal geguckt, in unserem Bibliotheksverbund, wo die SLUB, wo ich arbeite, dazugehört, waren wir tatsächlich die einzige Bibliothek, die das hatte. Und da gehören noch Einrichtungen, beispielsweise ganz Baden-Württemberg ist da mit dabei in diesem Verbund. Also das ist leider ziemlich selten, obwohl es aber meiner Ansicht auch eine gute Einführung bietet. Also wenn man da irgendwie rankommt, würde ich das auch mit empfehlen. Dann schließe ich noch die Abkürzungsverzeichnisse. Auch da gibt es was von Dülfer und Korn. Das ist auch aus der Arbeit der Archivschule Marburg hervorgegangen. Dieses Werk, gebräuchliche Abkürzungen des 16. bis 20. Jahrhunderts. Das ist so ein relativ schmales Heftchen, wo man aber auf knapp 100 Seiten sozusagen die ganze Palette an Abkürzungen, vor allen Dingen auch an fremdsprachigen Abkürzungen, also lateinischsprachige Begriffe, die in den Texten dann gelegentlich mit auftauchen, mit erklärt bekommt. Auch hier nochmal der Hinweis, dass eben die gleiche Abkürzung in unterschiedlichen Kontexten was anderes bedeuten kann und indem man sich da den Kopf zerbricht, was nun diese zwei Buchstaben dort an der Stelle bedeuten, dann ist es sehr sinnvoll, eben den Blick in so ein Werk zu werfen. Und auch hier gibt es noch was von Paul Arnold Gruden, Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen, auch hier aufs Deutsche und aufs Lateinische bezogen und auch das eben direkt auf Heimatforscher, auf Familienforscher und Forscherinnen mit abzielend. Auch dieses Werk wurde x-fach nachgedruckt, die letzte Auflage jetzt von 2018. Ja, das sind so ein paar Grundlagenwerke. Das eine oder andere haben Sie vielleicht schon gekannt, vielleicht war ein neues dabei. Das sind also Werke, die man heranziehen kann, wenn man sich systematisch mit der Schriftgeschichte, der Schriftentwicklung und eben verschiedenen Schriftbildern und dem Entziffern dann befassen möchte. Nun leben wir in einer Zeit, in der das gedruckte Buch von vielen leider nicht mehr benutzt wird oder nur noch in Ausnahmefällen, sodass es entsprechend auch hier an dieser Stelle eine ganze Menge an Online-Einführungen gibt. Ich möchte Ihnen zwei
näher vorstellen an dieser Stelle und habe mich dabei wiederum auf welche konzentriert, die aus dem universitären Kontext stammen. Da ist im Endeffekt ja für ihre Zwecke wahrscheinlich viel zu viel an drumherum, was da für ihre Arbeit nicht unbedingt nötig ist. Aber es gibt eben auch einen Teil an praktischen Einführungsmöglichkeiten und praktischen Übungsmöglichkeiten, die sich auf diesen Bereich der Schriftgeschichte beziehen. Die erste ist ein Angebot der Universität Wien, Geschichte online. Und da gibt es einen kleinen Unterkurs, sozusagen erste Schritte in Kurrent. Da springe ich jetzt mal kurz wieder in den Browser. Also Sie haben dann hier so eine knappe Einführung in die Schriftgeschichte, die um einiges weiter zurückgreift. Also die jetzt nicht nur die Schreibschriften, die wir jetzt heute behandeln, hier aufgreift, sondern eben auch die mittelalterlichen Schriften und dann die Veränderungen ja, mit dem Buchdruck eben bis hin zur Kurrentschrift und eben der Sütterlinschrift, mit der wir uns heute hier befassen. Es gibt dort Verweise auf weitere Online-Angebote, die das Ganze noch ein bisschen ausführlicher machen. Das ist hier, wie gesagt, relativ kompakt gehalten. Dann besonders wertvoll ist eben dieser Bereich Lese- und Schreibübungen. Auch da ist zum Beispiel so ein Musteralphabet verlinkt. Auch hier gibt es noch ein paar Hinweise auf bestimmte Fallstricke, auf bestimmte besondere Schreibweisen. Und Sie haben dann hier rechts, sehen Sie das im Menü, aus verschiedenen Jahrhunderten entsprechende Beispiele. Wir können da mal in eins reinspringen. Also wir haben immer einmal die Druckschrift aus der Zeit. Und dann so ein handschriftliches Beispiel hier aus dem Staatsarchiv in Marburg. Auch da so ein paar Hinweise, was so typische Problemfälle sind an dieser Stelle. Sie können das dann ja einzeln transkribieren, einzeln erfassen. Die Datei gibt es auch extra als Bild dann nochmal jeweils. Und es gibt auch eine Lösungsdatei, wo man dann sozusagen vergleichen kann, okay, das, was ich jetzt hier entziffert habe, passt das mit dem, was wirklich in dieser Quelle steht. Und so kann man eben praktisch versuchen, sich auch hier an diese Schriften anzunähern. Auch hier gibt es dann diesen Punkt Literatur. Ein paar Werke, die ich hier eben hatte, genau, Dülfer und Korn beispielsweise und Glatz sind hier mit dabei, mit kurzen Kommentaren, aber auch weitere. Das ist sozusagen ein sehr kompakter Online-Lernkurs so für die ersten Schritte. Der zweite ist ein sehr ausführliches Angebot, das an der Universität Zürich erarbeitet wurde, Ad Fontes, zu den Quellen. Eine Einführung in den Umgang mit Quellen im Archiv. Also das ist ein sehr ausführlicher Online-Kurs, der eben aufs Studium hauptsächlich abzielt, wo man sehr intensiv sich mit verschiedenen Aspekten der historischen Hilfswissenschaften oder Grundwissenschaften, wie das heißt, beschäftigen kann. Also da findet man nach Einführungen, wie gehe ich im Archiv vor, wie komme ich da an bestimmte Quellen heran, natürlich mit einem Schweizer Fokus, aber vieles ist grundsätzlich auch sozusagen für ihre Zwecke brauchbar. Auch hier springe ich kurz wieder in den Browser. Und hier gibt es nun drei Bereiche, die für unsere Zwecke sinnvoll sind. Das erste ist sozusagen der theoretische Bereich, das sogenannte Tutorium. Hier gibt es ja wiederum verschiedene Kapitel. Für uns natürlich interessant, das Kapitel Schriften lesen. Auch hier sehen Sie eine sehr ausführliche Einführung in die Entwicklung der verschiedenen Schriftarten. Eine Einführung auch zur Kurrentschrift. Da sehen Sie schon hier die Unterschiede zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert. Also das Beispiel aus dem 18. Jahrhundert ist viel stärker geneigt und das Beispiel aus dem 16., also 200 Jahre älter, ungefähr sozusagen noch viel stärker an den vorherigen Schriften auch orientiert. Auch hier sind wieder Musteralphabete verlinkt, die Sie verwenden können. Und der Verweis in diesen Bereich des Trainings, das ist der zweite Punkt, den ich Ihnen hier zeigen möchte. Einerseits diese Übung zur deutschen Kurrentschrift, wo man sozusagen ja, verschiedene Texte, verschiedene Handschriften übereinander gelegt bekommt, die dann erstmal selber transkribieren kann. Und wenn man merkt, okay, ich komme ja nicht vorwärts, kann man sich einerseits Tipps anzeigen lassen, wo in diesen einzelnen Worten ein bisschen erklärt wird, okay, was ist das jetzt? Ist das ein Vokal? Ist das ein Konsonant? Was wird da eventuell verdeckt durch andere Striche?
oder hier, das bezieht sich, ist ein selber Buchstabe wie in einem vorherigen Wort. Und man kann sich dann im Endeffekt auch direkt die ganze Transkription sozusagen anzeigen lassen, wenn man möchte. Kann aber auch direkt auf die gesamte Quelle sozusagen springen. Und das Ganze dann eben mit vielen verschiedenen Beispielen. Wenn man jetzt den Text hier eingeben würde, kann man den sich auch genau prüfen lassen. Und hier kann man sich dann über verschiedene Schritte, ich werde das jetzt nicht alles zeigen, aber kann man sich über verschiedene Schritte sozusagen annähern und auch vom Komplexitätsgrad her steigernd sozusagen sich damit befassen. Also Tutorium als Ausgangspunkt, Erläuterung der Schriftgeschichte, dann Training, verschiedene praktische Beispiele mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und mit Hilfestellungen. Und dann letztens schließlich der Punkt Ressourcen. Hier finden Sie sehr viele Links zu verschiedenen Angeboten an dieser Stelle, viel Literatur. Sie finden wieder Musteralphabete an dieser Stelle und Transkriptionsregeln, also wenn man sozusagen, ja, wenn es darum geht, dass die eigenen Entschlüsselungen, die eigenen Zifferungen nicht nur für einen selber da sein sollen, sondern vielleicht auch an andere weitergegeben werden sollen, da gibt es bestimmte Regeln für wissenschaftliche Kontext, aber das ist jetzt für unsere Zwecke nicht zwangsläufig so wichtig. Hinweisen möchte ich hier noch auf diesen Punkt Abkürzungen. Auch da sind wieder verschiedene Werke sozusagen genannt. Grun hatte ich eben auch schon genannt und hier noch ein paar andere. Also das ist sozusagen ein sehr ausführlicher Kurs, wenn es darum geht, ja, sich intensiver in diese Schriftgeschichte einzuarbeiten. Nicht weiter eingehen möchte ich auf die, die ich jetzt hier aufgeführt habe noch. Also das möchte ich jetzt nicht zeigen, nur ein paar Worte dazu. Das erste Angebot aus den Staatlichen Archiven Bayerns, da gibt es eben auch sehr viele Beispiele des Amtsschrifttums hauptsächlich. Das Tutorial des Stadtarchivs Mainz ist sozusagen ein Video-Tutorial, wo in einem kurzen YouTube-Video bestimmte Grundaspekte vorgestellt werden und dann auch Beispiele, die Beispiele, die im Video behandelt werden, runtergeladen werden können und dann eben selber nochmal daran probiert werden kann. Und dann noch zwei Seiten, die sozusagen von Privatpersonen betrieben werden. Die untere Seite kurrentschrift.net hatte ich vorhin auch schon kurz gezeigt und wo es eben auch so grundsätzliche Einführungen in diesem Bereich gibt. Eine Online-Einführung möchte ich Ihnen noch vorstellen, die sozusagen einen ganz anderen Weg geht. Das geht auf einen Projektverbund zurück da in Dresden, ja an der TU, wo ich auch mit tätig bin, der ansässig ist. Digital Herrnhut, da geht es um die Überlieferung der Herrnhuter Brüdergemeine, die ja sozusagen als Missionare weltweit tätig geworden sind, aus Sachsen hinaus die ganze Welt bereist haben, sich niedergelassen haben. Und im Unitätsarchiv in Herrnhut gibt es ja sehr umfangreiche Bestände, wo gerade auch viele Digitalisierungsvorhaben laufen, um eben diese Bestände mit denen aus internationalen Einrichtungen, die auf die Herrnhuter zurückgehen, die Moravian Archives beispielsweise in den USA, diese Bestände zusammenzuführen. Und in diesem Kontext ist ein Projekt entstanden, ein Podcast, wo sozusagen Ehrenamtliche Texte aus diesem Unitätsarchiv vorlesen. Also hier haben wir ein Beispiel aus einem Brief, wo eine Frau Uta Weber diesen Brief vertont hat, ihn vorliest, man parallel dann das Digitalisat verfolgen kann und sozusagen den Text als Transkript nicht wieder selber als Text daneben legt, sondern eben sich das mal gesprochen anhören kann. Also das ist mal eine andere Art der Vermittlung. Und da sind mittlerweile einige Quellen aus diesem Bestand auf diese Art und Weise ja, bearbeitet worden. Und das wird dann tatsächlich auch für wissenschaftliche Zwecke weitergenutzt. Also es ist dann so, dass diese Einlesungen, diese Podcasts werden dann wiederum über technische Tools in Text, in Schrift umgewandelt, um die dann neben die Digitalisate der Handschriften zu legen und das weiter zu verfolgen dann und weiter zu bearbeiten. Zum Abschluss dieses Punktes, man kann es natürlich auch ganz klassisch machen, also Volkshochschulkurse ist sozusagen auch noch eine Art, sich dieser Schrift zu nähern. Die sind dann natürlich kostenpflichtig im Vergleich zu diesen kostenlosen Online-Ressourcen, aber auch im Vergleich zu diesen Kursen und zu den Einführungswerken, den gedruckten, die ich vorhin gezeigt habe, hat man hier natürlich direktes Feedback zu den eigenen Fragestellungen, den eigenen Problemen, kommt in den Austausch mit anderen. Und das ist gerade jetzt nach 2 Jahren Corona ja auch nicht das Schlechteste. Damit komme ich schon zum letzten Punkt. Ich möchte noch ganz kurz auf 2 Arten von technischen Hilfsmitteln eingehen. Eine Empfehlung ist die, bei Unsicherheiten in der Transkription, in der Entzifferung, das Ganze einfach mal rückwärts zu prüfen. Also es gibt verschiedene Tools
im Internet. Ich habe hier ein paar Seiten aufgelistet, wo man sozusagen einen Text eingeben kann und der dann sozusagen in Kurrent oder in Sütterlin sozusagen erscheint. Das kann man dann neben ja, die Transkription legen und gucken, okay, kann das hinhauen? Beziehungsweise kannst du eben das Original legen und kann prüfen, kann das hinhauen? Sehen die Worte ähnlich aus? Das ist sozusagen eine ganz niedrigschwellige Sache. Kann man natürlich auch handschriftlich machen, wenn man die Schriften selber als Schreibender oder als Schreibende beherrscht, aber eben auch über diese Online-Tools möglich. Das Zweite an dieser Stelle ist eine Software, von der Sie sicherlich alle schon gehört haben, Transkribus. Mittlerweile ein kostenpflichtiges Angebot und ja, besonders bei großen Textmengen ist es sinnvoll, bei großen Textmengen, die in einer Handschrift geschrieben sind, zumal, weil es ja darum geht, dass mithilfe einer ja, künstlichen Intelligenz diese Texte übertragen werden. Die muss man trainieren. Also es gibt bestimmte Grundmodelle, die schon ja, für, ja, wenn sauber geschrieben ist, schon sehr gute Ergebnisse erzielen. Aber wenn man jetzt Texte in einer speziellen Handschrift hat und die hochlädt, muss man erst mehrere Übertragungen korrigieren, bis sozusagen die künstliche Intelligenz lernt. Das ist der Buchstabe, das ist der Buchstabe. Wie gesagt, besonders wenn es um große Textmengen geht, ist das sicherlich eine sinnvolle Alternative. Hier möchte ich auch gar nichts weiter dazu sagen. Da gab es ja vor anderthalb Jahren, glaube ich, schon mal eine Veranstaltung hier im Rahmen des Online-Treffs, die auch online noch verfügbar ist. Also wenn Sie das genauer interessiert, können Sie sich das sozusagen da online anschauen. Damit bin ich am Ende angelangt, möchte mich bedanken, dass Sie mir so lange zugehört haben. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich Ihnen vielleicht ein paar Hinweise zumindest geben konnte, vielleicht auf Einführungswerke, die Sie noch nicht kannten, die Ihnen weiterhelfen ja, für Ihre Arbeit. Es ist wie bei allem, das Können kommt durchs Üben an dieser Stelle. Aber Sie sind ja sehr häufig auch mit solchen historischen Quellen befasst und haben, denke ich, Ihre eigenen Strategien an vielen Stellen auch schon entwickelt. Und es ist ja trotzdem ja eine Sache, die auch Spaß macht, wenn man dann sozusagen einen Text entziffert hat, die Informationen rausgefunden hat, die man braucht für seine Forschung. Und von daher wünsche ich Ihnen ja viel Spaß, viel Erfolg beim weiteren Vorgehen, beim weiteren Entziffern, beim weiteren Transkribieren und freue mich natürlich auch über Fragen, so Sie welche haben. Vielen Dank. Ja, zunächst mal, Martin, vielen Dank für deine Ausführungen. Sehr schöner Überblick mit ganz vielen Links und Infos dazu. Vielleicht zu Transkribus ein ganz kurzer Hinweis, weil du gesagt hast, kostenpflichtig, das stimmt. Aber man kann sich einen Account anlegen und mit diesem Account hat man 500 Scans frei, die man hochladen kann. Also kleinere Sachen kann man immer über diesen Account selbst austesten. Das ist also ein Account, um mit 500 Seiten sich mit der Software vertraut machen. Und da kommt man schon eine ganze Menge weit. Genau, es gibt auch direkt auf der Homepage gibt es auch sozusagen so ein Feld, wo man auch ein oder zwei Seiten erstmal hochladen kann und gleich mal gucken kann, okay, vielleicht hilft da diese Grundmodelle, die es da gibt, vielleicht passt das schon ganz gut auf den Text, den ich hier habe. In der Zwischenzeit, wenn ich das dazu einfügen darf, gibt es auch eine Seite, wo man direkt, ohne dass man es in seinem Account hochlädt, dass man das direkt hochlädt und das zu den entsprechenden Schriften dann ausprobiert, würde es funktionieren oder würde es nicht funktionieren. Ist ein neues Angebot seit etwa 2 Monaten. Und unsere Erfahrung dazu gerade mit Kurrentschrift, die wird sehr gut erkannt. Also da gibt es sicher sehr gute Erfolge dann. Genau, das kann ich auch gleich mal noch kurz zeigen, wie das aussieht dann. Moment. Genau, das hatte ich vorhin auf der einen Folie, war das ansatzweise mitzusehen. Genau, das ist hier dieser Bereich Kurrentschrift. Und da kann man jetzt direkt hier sozusagen eine Datei reinschreiben und dann einfach mal gucken, wie gut das funktioniert an dieser Stelle. Das ist eine sehr schöne Sache tatsächlich, ja. Also meine persönliche Erfahrung, ich habe aus circa, weiß ich nicht, 1615 oder so, glaube ich, war eine Schrift, wo der Pfarrer über 3 Zeilen praktisch geschrieben hat, manche Buchstaben. Da muss Transkribus auch passen. Da hat es total Probleme gegeben. Das geht nicht.
viele Sachen so aus dem 19. Jahrhundert gerade, die funktionieren dort schon wirklich gut. Das ist tatsächlich einfach mal ausprobieren an dieser Stelle. Eine Frage gibt es noch im Chat, eine Überschrift über Großbuchstaben in Schmuckform, also die Initialen am Textanfang auch ja häufig. Also es gibt eine ganze Menge auch an durchaus an zeitgenössischen Materialien, die das sozusagen, die da so Übersichten bieten. Also das ist hauptsächlich von Schriftsetzern beispielsweise oder Schreibmeistern dann sozusagen gemacht worden, die damit also so Musterbücher gemacht haben für andere Schreibende eben. Und ansonsten, ich glaube bei Ad Fontes, da müsste ich aber nochmal gucken, gibt es, glaube ich, auch in dieser Hinsicht bei den Ressourcen ein, zwei Links, wo man da an Übersichten gelangt. Aber da habe ich jetzt den genauen Link nicht parat. Aber vielleicht an der Stelle passt ein Hinweis auf Monasterium. Monasterium.net ist eine Quelle, wo es um Sammlungen von alten Urkunden geht, die auch dann teilweise schon transkribiert sind. Und anhand dieser alten Urkunden kann man sich ja so eine Sammlung an Großbuchstaben selbst zusammenstellen oder sich da Anregungen holen. Oder einfach mal gucken, was gibt es denn für verschiedene Großbuchstaben. Also Monasterium.net, Sammlung, Online-Sammlung von alten Urkunden. Aber auch nochmal der Hinweis auf unsere Plattform Diskurs. Im Gegensatz zu den alten Mailinglisten haben wir jetzt ja auch die Möglichkeit, dass man Dateien direkt anhängt und davon wird auch sehr rege Gebrauch gemacht, gerade was so Lesehilfen angeht. Da sind also ganz viele Lesehilfenanfragen schon eingestellt und dazu dann hat man direkt die Möglichkeit, eine Bilddatei gleich anzuhängen und man kann sich darüber dann austauschen und Hilfe holen. Das wird also sehr rege benutzt. Das ist jetzt hier sehr viel einfacher und unkompliziert, einfach eine Bilddatei drangehängt oder einen Ausschnitt und man bekommt in der Regel sehr schnell Lösungsangebote. Was sind denn die häufigsten Fehler, die gemacht werden beim Lesen? Also aus meiner Perspektive, das ist auch durchaus unterschiedlich. Das kommt ja immer auch auf die Handschrift drauf an. Wenn sich der oder diejenige bei bestimmten Buchstaben halt Mühe gibt, dann sieht das, sind Sachen, die bei anderen Handschriften ein Problem sind, dort überhaupt kein Problem. Also aus meiner Perspektive oder Erfahrung ist es häufig schon, dass die Beispiele, die ich genannt habe, also gerade wenn dann so viele gleich aussehende Striche nebeneinander sind, und da muss man ja dann schon eine gewisse, zumindest eine Idee haben, in welche Richtung das Wort irgendwie geht, um die dann auseinander klamüsern zu können. Aber das ist auch eine Frage auch der persönlichen Erfahrung ja dann tatsächlich, also der Leute, die sich damit befassen. Und was für den einen ein Problem ist, ist für den anderen keins. Ich denke, das lässt sich dann relativ schwer tatsächlich verallgemeinern. Da wird ja jeder auch seine eigenen Erfahrungen dann gemacht haben. Ja doch, der Hinweis mit dem S, das S habe ich sehr häufig von unterschiedlichen Schreibern gelesen, das sieht aus wie ein H, weil das nämlich oben einen Bogen hat. Das erkennt man natürlich am besten bei dem Namen Josef. Das S in Josefs sieht aus wie ein H. Hm. Und gerade wenn das bei Familiennamen vorkommt, dann schreiben dann eben manche einen falschen Familiennamen ab aus dem Kirchenbuch. Da hilft dann natürlich gerade der Vergleich und so die inhaltliche Frage, kann das jetzt wirklich Josef heißen? Da ist man dann im Zweifelsfall dann schon relativ schnell beim Josef. Ja, Martin, du hast es ja auch schon erwähnt gehabt, wenn man um Lesehilfe bittet, ist es immer gut, einen etwas größeren Bereich anzubieten, damit man eben die Chance hat, in einem anderen Zusammenhang zu lesen, wie könnte das wirklich heißen. Damit man immer so ein paar Buchstaben, ein paar Zeilen oder vielleicht auch eine ganze Seite mit einstellt, um einen Vergleich zu haben. Das ist also ganz wichtig. Und vielleicht auch ein Hinweis, ist das aus dem Kirchenbuch, ist das aus einer anderen Textquelle? Das sind alles Sachen, die einem helfen. Anregungen in
Hülle und Fülle haben wir bekommen. Da kann sich jeder dann wieder in die Quellen vertiefen und sich weiterbilden, weiter schulen. Und Martin, wie du schon gesagt hast, üben, üben, üben. Einfach loslegen und mit der Zeit wird man da immer gewiefter im Erfassen der Quellen. Nochmal an dich, Martin, war super aufbereitet, ist, glaube ich, bei allen sehr gut angekommen. Jeder konnte, glaube ich, eine Menge mitnehmen. Und in dem Sinne, ja, schließen wir den heutigen Abend und bedanken uns bei den ganzen Zuhörern. Und wir freuen uns im nächsten Monat zum nächsten Treff. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin ja auch als Projektadmin mit ansprechbar. Also wenn Sie irgendwie im Nachgang noch Fragen haben sollten, bin ich auch über die Vereinsplattform sozusagen mit erreichbar.